Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Hearthstone Hero of Warcraft und heute natürlich wieder mit dabei unser Eismann. Hallo! Ja, hallo Stefan. Ach, der Eismann, der ein bisschen angefressen ist. Genau, nur Runde 3 am heutigen Tage. Ja. Die aktiven. Das wird nicht die letzte sein. Die aktiven Zuschauer unter uns sehen vielleicht an der Zeit des Spiels, in wie kurzen Abständen die Folgen hier gemacht werden. Also das sind Revanche-Kämpfe die ganze Zeit. Ja, das sind eigentlich nur Revanche-Kämpfe. Okay, ich mach's ein bisschen einfacher jetzt. Ich hoffe zumindest, vorhin war es doch nicht der Fall. Ja, ich sage, das sind einfach meine Angst-Stacks. Achso, ich begrüße natürlich auch meine Zuschauer hier zu erneuter Revanche. Und schauen wir mal. Ach nee, nicht der Cooldown. Ich weiß, ich hab's glaube ich schon erzählt. Als ich vorgestern einen gewerbeten Kampf gespielt habe gegen den. Und war, weil ich hatte gerade 4 Mana gestellt, dann war ich platt. Oh, nicht schlecht. Ja. So starke Karten habe ich nicht. Der hatte auch nicht, der hat nur lauter mit seiner Mordok-Armee, hat er mich voll überrollt. Hat nachher Mordoks auf dem Tisch gehabt. Habe ich schon gesagt, dass ich die Karte hasse? In der heutigen Serie noch nicht. Ach. Ne, das Versteck kannst du nicht angreifen. Also wolltest du den mit 2 Angriff töten, ach so. Ja, ich dachte mit der Zauberkarte geht es. So, aber was mach ich jetzt? Mach ich jetzt das? Mach ich das? Ich gebe noch eine Runde Zeit. Eine Runde Zeit vorführ. Siehst du dann? Ich bin schon wieder im Verzeug. Wie ihr seht, weiß ich schon wieder für komische Karte am Hand ab. So, ja, ich bin schon wieder halb tot. Fängt ja nicht schlecht an für mich, muss ich sagen. Ja, grausam. Und das Problem ist, ich hab jetzt, was ich dir irgendwie entgegensetzen kann, das ist. Ich überlege gerade, das, was ich jetzt am besten zuerst ausspiele. Ich denke sowas. Mein Schild für Argus. Kann man kriegt, macht ja jede Runde Schaden. Ja, jetzt mal, wenn ich ein Monster spiele. Unglaublich. Ich glaube, ich hätte das nicht erzählen sollen mit der Mologami, oder? Das Problem ist, ich hätte schon einen S-Modok ausgespielt, aber. Oh super, das ist ganz geil. Du hast einen 1-1 Wichtel gekriegt. Ja, toll. Ich hab vielleicht einen Dämon im Deck, keine Ahnung. nicht aus Priester. Ja, genau, ein wertloser Wichtel. So, jetzt habe ich noch was für dich. Ja, ich bin schon wieder. Schreib mich doch einfach an und mach mich zu Blattpunkten. Echt schön. Das ist die Murloc-Armee. Warte mal, wie hast du gesagt? 6 Mana oder was? 4 Mana-Kristalle? Oh nein, das ist aber fies. Oh nein, toll, voll fies, echt. Ja, weißt du was? Ja, bitte sie. Toll, ich hatte noch die Karte auf der Hand, alle anderen Murlocs haben plus 1. Na gut, aber das ist so eine kurze Runde gewesen, dann machen wir gleich noch einen Anschlusskampf, das geht ja gar nicht, ja. Sowas. So geht's überhaupt nicht, ne. Und was nehme ich denn jetzt für ein Deck? Keine Ahnung. Unglaublich, ich habe früher, also es gab ja mal, also für meine Zuschauer, es gab ja früher mal Zeiten, wo ich wirklich auch Kohle habe, also. Es war nicht so, dass ich dauernd verloren habe, ich habe wirklich, es gab wirklich Zeiten, wo ich gewonnen habe. Na, schaut mal nach die älteren Videos von mir, von Hearthstone. Vor 100 Jahren oder sowas, oder so 200 oder so. Oh nein, oh nein, oh nein. Die Zuschauer, wenn wir sehen, was ich hier habe, das kann ich jetzt alles echt nicht gebrauchen, obwohl sie so geile Karten wären. Gleich bevor wir angefangen haben, oder? Wenn ich von Anfang an mit 10 Mana-Kristalle arbeiten könnte, ja. Unglaublich, echt. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus.
Naja, ich habe zumindest mal Karte, die ich spielen kann. Ja, super. Oh nee, warte, was ich mach so. Was kommt jetzt schon wieder? Also, langsam habe ich echt Angst vor dir, Stefan. Ja, das Problem ist, ich hab auch so hohe Karten in der Hand. Bin ich ja mal gespannt. Bin selber gerade gespannt. Das war's. So, was machen wir jetzt? Ja, ich hoffe, dass dieses Mal, dass ich nicht so sang- und langlos und kläglich untergehe wie die letzten zwei Folgen. Aber es geht schon wieder los, echt. Er fängt schon wieder an. Ich habe nichts auf dem Feld mehr. Beim Schamanen ist das Problem, du hast die geilsten Überkarten, um den Gegner das Fußvolk wegzumachen. Das Problem ist dann nur, dass du dann keine Karten auf dem Deck hast. Beziehungsweise du zu viel gesperrt hast. Das von Mana-Kristallen. Ja, mit der Überladung. Ja. Jetzt hätte ich genug Mana-Kristalle, um was zu spielen, aber habe ja keine mehr, was gesperrt ist. Geht hinter mir in ja genau, und dann kommt so eine Karte. Die du natürlich sofort wieder wegzauberst. Da will ich dich kennen. Das gehört in ein Museum. Ich habe überlegt, ob ich gerne weg machen soll, aber gedacht, nee, ich spiele gerade diese Karte, bringt mir jetzt bei dir eh nichts, weil du eh nie eine Waffe hast. Oh, das ist aber fies jetzt. Jetzt habe ich auf einen Schlag nichts mehr auf dem Feld. Okay, ich hätte sie doch wegmachen sollen. Es sieht besser aus wie vorhin, aber ich weiß, dass man mit sowas nicht. Zumindest habe ich dazu immer Schaden zugefügt. Das ist ja schon mal was, was ich die letzten zwei Runden nicht geschafft habe. Ja. Ja, genau, sowas meinte ich nämlich. So, ich nenne das Spottarmee. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Oh, seit wann hast du diese Karte? Hm? Seit wann hast du diese Karte? So, weiß ich nicht. Ein bisschen. Toll, echt. Du hast wahrscheinlich heilig Frage sein, wann hast du diese Karte echt und dann haben wir einen Frosch im Tore. Unglaublich. Aber ja. Scheinheilig, echt? Ja, ist so. Ich will jetzt echt was gemacht so. Irgendwie, das ist fast Verschwendung. Nee, das ist alles Verschwendung, wenn ich das anspielen würde. Ich mach's mal so. Ja. So. Und genau das, ich hasse dieses Tier. Du hast so viele Wildtiere in deinem Deck. Nein, wieso gab da diese Karte? Ja. Aber wir wollen mir alles nichts, mir wäre die andere lieber gewesen. Ja, ich bedanke mich jetzt, dass du mir vorhin so viel Schaden gemacht hast. So konnte ich jetzt diese Karte spielen.
dieser blöde. Oh, Wahnsinn. Unglaublich, echt. So. Ich glaube, es sieht nicht so schlecht aus. Ich habe ziemlich gute Karten noch auf der Hand, wo ich ziemlich viel entgegenwirken kann. Ich bedenke mal, dass du meinen Adler nicht angegriffen hast. Wobei ich den ja eh nicht angreifen kann, fällt mir gerade so ein. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Oh, genau so was habe ich vermutet, dass du was spielst. Das Problem mit deiner Sportkarte, die habe ich wieder nicht bedacht. Ja, verdammt, ich habe nicht nur eine Sportkarte. So, machen wir zuerst mal Schadensreduzierung. Das ist unglaublich, echt. Und jetzt können wir hier. Da hast du aber selber eingelegt. Warum? Weil das mit deinem Magma-Riesen nicht angreifen kannst. Hm. Das ist unglaublich. Wie kann ein einzelner Mensch so verklickern? Kann ein einzelner Mensch so verklickern, echt? Ich dachte, wir haben noch ein Sekundär. Das war wieder ein typischer Fall von Denkste, echt. Und dann hat die blöde Cobra. Ja, ich weiß, ich kann ihn nicht angreifen. Oh Mann. Ich bin echt angefressen gerade, echt. Vielleicht ja, ich sehe es gerade, aber ich hab ihn. Gut, das ist so ein starkes Monster in der Hand. Ja, toll, aber du hast. Ich kann schon wieder aufgeben, echt. Ja, aber das Problem ist, ich habe zwar keinen Schaf mehr. Aber das reicht auch. Ja, ey, aber das sag ich ja mit der blöden Cobra, oder? Ja. Wir brauchen gar nicht wieder spielen, Steffen. Was? Okay. Das war's. Ach, weißt du was? Du hast gewonnen. Ich ergebe. Unglaublich, echt. Ich werde jetzt Hearthstone deinstallieren. Naja, gut. Vielleicht ist da nicht der Tag heute. Auch dein Tag wird wieder mal kommen, als wann? Ja, 2097 oder sowas. Okay, ich freue mich schon darauf. Ja, ich auch. Also so bin ich wirklich noch nie untergekommen wie heute. Ja. Also wirklich noch nie. Ich kann mich noch an die Nacht erinnern, wo ich in dieser 10, 15 Runden am Stück verloren habe. Aber nicht so extrem. Ja, aber es war. Ja. Ein Spiel noch. Aber ich glaube, das. Ist mir egal. Okay, aber den finalen Kampf werde ich dann morgen euch oder so im nächsten Tag präsentieren. Ich mache sie mal einen Cut und ich bedanke mich bei Eismann, dass er so viel durchgehalten hat bis jetzt. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Spiel wieder. Ja. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Wie gesagt, schaut beim Stefan auf dem Kanal vorbei. Ich werde ihn unten verlinken. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich wieder verliere, schaut er beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin sage ich, bleibt mir gewogen. Danke euch. Tschüss. Tschüss.